Ich zeige euch heute, warum deine Strompreise so hoch sind und was das mit der DIVAG zu tun hat. Im heurigen Sommer, wo aufgrund von Hitze und Dürre in ganz Europa die Stromproduktion in Laufkraftwerken und den französischen Atomkraftwerken um bis zu ein Drittel niedriger. Und was wir da sehen, ist die größte Kraftwerksbaustelle Mitteleuropas, wo wieder auf Wasserkraft gesetzt wird. Die DIVAG verbaut da 1,6 Milliarden Euro. Wasserkraft ist wichtig und hat eine unbestreitbare Rolle. Das sind riesige Bauwerke, 23 Kilometer Stollen allein da. Und die DIVAG plant schon das nächste, noch größere Kraftwerk. Im Kaunertal soll das nächste Kraftwerk entstehen, wo die Gewässer aus dem Ötztal übergeleitet werden sollen, das Platzertal mit einer 120 Meter hohen Staumauer verbaut werden soll. Das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf das Ötztal, Auswirkungen auf die Wasserwelt, die Welt am Wasser, im Wasser, auf Fische, auf Lebewesen, aber auch auf Menschen und Sportmöglichkeiten. Für alle, die rechnen können, für die stehen wir Grüne. Wenn es uns gelingt, mit dem gleichen Einsatz an Geld in der kürzeren Zeit doppelt so viel erneuerbaren Strom zu produzieren, ja, wäre es dann nicht viel besser? Wäre es nicht gescheiter, ordentliche Alternativenprüfung zu machen, ob nicht Sonnenkraft und Windkraft das viel bessere Ergebnis in der kürzeren Zeit bringen können? Das Kraftwerk Kaunertal soll nämlich frühestens 2047 zur Verfügung stehen. Das löst uns doch jetzt kein Problem. In der Krise merkt man eines sehr deutlich. Wer in der Krise nur auf einem einzigen Bein steht, der hat ein Problem. In der Krise muss man sich vielfältig aufstellen. Wir brauchen unterschiedliche Standbeine. Dazu gehört die Wasserkraft, dazu gehört die Sonnenkraft, dazu gehört die Windkraft und dazu gehört insgesamt eine Politik, die sich an den Interessen orientiert, die für dich wichtig sind. Sichere Energieversorgung, Naturschutz und Klimaschutz gleichzeitig. Und alle Projekte, die nicht alle Ziele gleichzeitig erfüllen, sind einfach unklug. Wir können das schaffen. Wir Grüne stehen dafür, dass die DIVAG umsteuert. Wir können das mit deiner Unterstützung tun, weil die Politik in Tirol seit 1945 gleichgemacht wird. Mit uns wird es nicht geben, dass Menschen ihre Sonnenkraftanlagen bei der DIVAG nicht anschließen können. Das ärgert mich ganz brutal. Wir haben die Chance umzusteuern. Am 25. September mit deiner Stimme.